Aber das Ganze ist natürlich kraftraubend und diese Kraft, die dürfte sie heute eigentlich brauchen. Gegen Sandrine Testu, die Nummer 22 der Welt, 25 Jahre alt und damit 3 Jahre älter als Marie Pierce. Die beiden haben zwar noch nie gegeneinander gespielt auf dem offiziellen Circuit, aber vom Training her kennen sie sich sehr gut. Also sie wissen ganz genau, was sie von der Gegnerin zu erwarten haben. Sandrine Testu hat sich hier hervorragend in Szene setzen können. Bisher bei Marie Pierce war es ein Wechselspiel, ein eher schlechtes Spiel, gefolgt von einem recht guten. Zunächst einmal hatte sie große Schwierigkeiten mit Tatjana Panova aus Russland. Dreisatzmatch für Marie Pierce, die an 10 gesetzte ehemalige Australian Open-Siegerin und Finalistin hier von Roland Garros. Dann ein 6:1, 6:3 über Patricia Hiboulet, da sah es dann schon besser aus. Und Sandrine Testu sie setzte sich zunächst durch gegen Sung-hae Park aus Korea, anschließend gegen Catalina Cristea, 6:0, 6:4. Das heißt also, Testu hat zweimal dieses Ergebnis gespielt und noch nicht einen Satz abgegeben. Ist sehr gut in Form, eindeutig auf dem Weg nach oben. Es wird also sicherlich nicht einfach sein für Marie Pierce. Immerhin, sie ist da, sie kann antreten. Gestern im Doppel, da hatte sie bis zur letzten Minute gewartet. Sollte eigentlich in der Seite von Amanda Kutzer gegen Conchita Martinez und Patricia Tarabini antreten. Aber 5 Minuten vor dem Beginn, vor dem vorgesehenen Beginn des Spiels, kam dann die Durchsage von Schiedsrichter Bruno Rebeu. Sie kann nicht kommen, sie ist zu schwach auf den Beinen. Es hat keinen Sinn, denn natürlich das Einzel ist wichtiger und dieses Kraftsparen und die ruhige Nacht, die könnten sehr positiv für sie sein. Das hat sie dringend gebraucht. Also wollen wir hoffen, dass es ein Spiel wird, bei dem Marie Pierce all ihre Kräfte einsetzen kann. Sie zeigt sich lächelnd, also ganz zufrieden bisher. Scheint guter Laune zu sein, sicherlich froh, dass sie überhaupt antreten kann. Und natürlich fast voll besetzt hier der Platz A, nur unten auf den ganz teuren Plätzen, da fehlen ein paar Zuschauer, die vielleicht noch drüben sind am Center Court. Ha. Und das sind nicht etwa Protestpfiffe. Kurzer Blick auf die Ergebnisse der beiden Ladies in diesem Jahr. Sandrine Testu startete ein wenig wackelig bei den Australian Open. Das Aus in der zweiten Runde gegen Chanda Rubin, ebenfalls in Linz, genau die gleiche Gegnerin. In Paris schon das Aus in Runde 1 gegen Kirsti Bogert, ganz knapp. Dann schaffte sie sich durch die Qualifikation in Hannover ins Hauptfeld und erreichte dort das Viertelfinale. Ebenso wie in Indian Wells, dort verlor sie nur in 3 Sätzen gegen Arantxa Sánchez Vicario. Und auch in Key Biscayne stand sie im Viertelfinale. Dort das Aus gegen Barbara Paulus, nachdem sie zuvor Arantxa Sánchez Vicario bezwungen hatte. Und das in 2 Durchgängen. In Hamburg dann aus in Runde 1, in Rom Runde 2, Berlin Runde 3, also schon ein Fortschritt. Und in Straßburg war sie die Gegnerin von Steffi Graf im Viertelfinale. 3-Satz-Spiel, also auch dort recht erfolgreich, Sandrine Testu. Marie Pierce in diesem Jahr in Sydney, Runde 2, da verlor sie gegen Jayuk Bazuki. Bei den Australian Open erreichte sie das Finale, dort also hervorragend in Form, allerdings gegen Hingis dann keine Chance. In Paris das Viertelfinale, im Fed Cup 2 Siege über die Japanerinnen, Sawamatsu und Tsugiyama. Emilia Island verlor sie das Finale gegen Lindsay Davenport, in Hamburg Viertelfinale gegen Maioli, Rom der Sieg über Conchita Martinez. Und in Berlin Finalniederlage gegen Mary Jo Fernandes. Der Wind relativ unangenehm. Der bläst einem ziemlich viel von diesem super feinen roten Sand in die Augen. Hier sehen wir noch einmal die 3 Viertelfinalspiele von Sandrine Testu in diesem Jahr. Man hat sie vorher gefragt, was sie sich denn erwartet von dieser Begegnung. Und sie meinte, ich muss vor allen Dingen aufpassen, dass ich es schaffe, die Initiative von vornherein zu übernehmen. Wenn ich sie nur Marie Pierce lasse, die sich hier offensichtlich gerade für einen Querschläger
etwas entschuldigt war. War etwas erschrocken, dass sie nicht aufgepasst hatte. Da kam sie Sandrine Testu gefährlich nahe. Nummer 10 der Welt im Moment, 1,80 große Lady, die hier in Paris wohnt, aber hier in den Vereinigten Staaten aufgewachsen ist. Es ist natürlich ihr großer Traum, hier zu gewinnen. Sie war mal nahe dran, Marie Pierce, das Finale damals, 1994, das sie verlor gegen Arantxa Sánchez Vicario. Danach kamen zwei relativ frustrierende Jahre. 1995 erwartete man enorm viel von ihr und sie selbst vor allen Dingen auch. Und sie setzte sich zu stark unter Druck. 6:2, 6:3 schlug sie dann Iva Maioli im Achtelfinale. Und 96, also im letzten Jahr, unterlag sie nach relativ schwacher Form Barbara Rittner, die ja diesmal früh aufgeben musste, verletzt. Wird also einiges an Punkten verlieren. Donna Butler haben wir hier im Bild, die Schiedsrichterin, die diese Begegnung leiten wird. Die Leistung in der ersten Runde hier wurde mit Pfiffen begleitet, als sie den Platz verließ. Da war Marie Pierce noch sehr zittrig, sehr wackelig, sehr instabil und vor allen Dingen auch teilweise unkonzentriert, wie sie selber zugab. Hatte Tatjana Panova, die junge Russin, durchaus ihre Chancen, sogar noch mehr zu erreichen. Dann die zweite Runde schon sehr viel besser. Sandrine Testu, wie gesagt, mit zwei guten, lockeren Spielen. Sie stand schon letztes Jahr hier in Runde 3, verlor damals gegen Iva Maioli in 3 Sätzen. Das ihr bestes Ergebnis bisher bei den French Open. Zum 8. Mal bereits dabei, Sandrine Testu. Es ist gut zu sehen, dass Marie Pierce sich hier wirklich relativ strahlend präsentiert. Am Anfang wahrscheinlich sie selbst erleichtert, dass sie überhaupt antreten kann. Sie hat sogar Antibiotika bekommen für alle Fälle, falls das Ganze wirklich ein Virus sein sollte, der hier umgeht. Es sind doch einige der Organisatoren erkrankt oder der Helfer hier im Stadion. Das hatten die Kollegen von Equipe nachgeforscht. Allerdings, ob hier wirklich eine Magenvirus-Epidemie herrscht, hat man nun doch Zweifel dran. Andere Spieler sind bisher nicht betroffen. Alle beide natürlich mit großem Beifall, aber Marie doch noch mit ein bisschen mehr. Das Publikum dankt es ihr, dass sie nicht aufgegeben hat, dass sie heute da ist. Und sie hat sich auch gleich für Aufschlag entschieden, hat also die Wahl gewonnen. Sandrine Testu stammt übrigens aus Lyon, trainiert allerdings in Italien. Langsam kann es auch losgehen zwischen den beiden Damen. Wollen wir mal hoffen, dass es eine interessantere Begegnung wird, eine ausgeglichenere Begegnung als die ersten beiden Damenspiele, die wir gesehen haben. Auf dem Center Court übrigens gerade beim Einspielen Martina Hingis und Anna Kurnikova. Ich werde sie natürlich auf dem Laufenden halten. Wir können uns leider dort nicht einblenden zwischendurch mal in dieses Spiel. Dazu haben wir leider nicht die Rechte bekommen. Aber diese Begegnung der beiden Französinnen, wollen wir es hoffen, wird sicherlich genauso interessant. Die letzten Vorbereitungen werden getroffen. Noch einmal der Schnürsenkel, dass sie nicht drüber stolpern kann. Und dann kann es losgehen. Es ist sehr oft bis jetzt so gewesen, dass Begegnungen zwischen zwei Französinnen fast nur von Nervosität bestimmt wurden. Und viele haben gesagt, wollen wir mal hoffen, dass da heute die Regel etwas durchbrochen wird. Es sind zwei Spielerinnen, die eine Menge Power mitbringen.
was ein sehr gutes Spiel geben kann. Also Daumen drücken, dass es spannend wird. Hübscher Einstieg. Schon gibt's Unruhe. Oh, da hat sie sich erwischen lassen durch den Netzroller. 40-15. Guter Aufschlag zum Schluss eines insgesamt guten Aufschlagspiels von Marie Pierce, 1:0 Führung. Also für die besser platzierte der beiden Französinnen, die ja seit einiger Zeit mit Greg Carden trainiert, dem Amerikaner, der ja früher auch mit Martina Navratilova, hier ist das mal, am Ende deren Karriere zusammengearbeitet hat. Ein Mann mit einer ganzen Menge Erfahrung auf dem internationalen Circuit. Vielleicht klappt es ja mit ihm besser, die Zusammenarbeit. Sie hat es ja noch einmal versucht mit Sven Grönefeld, aber wieder fanden die beiden nicht gerade ein bestes Einvernehmen und das braucht man natürlich doch. Sie ist sicherlich kein einfacher Mensch. Marie Pierce einfach geworden in ihrem Spiel, variiert mehr, hat manchmal auch mehr Geduld als früher. Nicht mehr nur noch Power, sondern auch ein bisschen Feeling dabei. Mal sehen, was jetzt Sandrine Testu schafft bei ihrem Aufschlag 0:1.
Schon gerät sie unter Druck. Und die ersten Breakchancen für Marie Pierce. Ihre Gegnerin sicher doch ein bisschen nervöser. Zwei Doppelfehler und ein Raunen geht durchs Publikum. Das vielleicht befürchtet, dass es hier schon wieder so ein deutliches Spiel gibt. Das von Sanchez Vicario und Van Roost oder Seles und Tosia. 2-0 Pierce. Der Wind ist sehr schwer einzuschätzen. Barbara Paulus führt 4:1 gegen Silvia Farina. Gute Nachrichten aus österreichischer Sicht. Also auch Pierce jetzt schon mit einem Doppelfehler. Und der erste wirklich schöne Punkt von Sandrine Destue. Scharf im Aus und damit das 3:0 für Marie Pierce. Und es wird Zeit, dass Sandrine Destue ein bisschen aufwacht. Und Sandrine Destue und auch Martina Hingis geht es ganz gut auf dem Center Court, ähnlich wie hier Marie Pierce. Hingis führt mit 4:1 gegen Anna Kournikova. Also wenn man das so sieht, dann hat man nicht den Eindruck, als ob sie Kraft verloren hätte durch diese Magenverstimmung.
bitter. Und gleich wieder Breakchancen für Marie Pierce. Zu 0. Das gleiche Spielchen, das wir heute schon zweimal gesehen haben. Die Favoritin setzt sich deutlich ab. Zwei Breaks bereits nach knapp einer Viertelstunde Spielzeit für Marie Pierce, ihre Gegnerin. Im Moment noch ziemlich von der Rolle, hat bis jetzt vielleicht mal zwei schöne Punkte erzielt, sonst noch nichts. Zwei Fehler hintereinander weg von Pierce, beide eher vermeidbar, bringen sie zum ersten Mal unter Druck. Ja, aber jetzt. Schön gegen die Laufrichtung gesetzt und das nach diesem verkorksten Return. Schade. Zweite Breakchance abgewehrt. Oder vielmehr nicht genutzt von Sandrine Testeux. Einstand. Martina Hingis hat es noch einiger. Die hat gerade schon den ersten Satz gewonnen. 6:1 gegen den Youngster Anniko Rykova. Thank you.
Mit ein bisschen Mühe, trotzdem einem recht zufriedenen Lächeln anschließen. Kein Wunder, sie bringt ihr Aufschlagspiel durch. 5:0 Führung für Marie Piers. Unterhalten in der Pause eben gerade. Das Spiel noch nicht interessant genug. Da fehlt es noch zu sehr bei Sandrine Testu. Da gab es Gesänge an der Stierkampfarena mit Ole und allem drum und dran. Aber steht noch nicht mal eine Spanierin auf dem Platz. Auf der Linie. Drei Spielbälle zum 1:5. Sie schafft ihr Aufschlagspiel, das erste damit in diesem ersten Satz. Sandrine Testu, das Publikum angetan, jetzt hat sie zumindest auf 1:5 verkürzt. Aber nun Marie Piers nach knapp 20 Minuten Spielzeit bei eigenem Service zum Satzgewinn. In die Ecke gesetzt. Das sind Punkte, die geben natürlich ganz besonders viel Selbstvertrauen. Auch wenn der hier knapp ins Aus geht. Die Aufrichtung gesetzt.
Satzball für Marie-Pierce. 40-30. Und er ist doch deutlich im Aus. Gerade bei solchen längeren Ballwechseln hat sie meistens das bessere Ende für sich. Marie-Pierce, sie gewinnt diesen ersten Durchgang mit 6-1. Noch glatter als erwartet. Da legt sie alle Kraft rein. In diesen einen Schlag sieht die Gegnerin schon in die andere Richtung laufen und nutzt die Möglichkeit. Da winkt sie ein kleines bisschen ab, aber das eher in positiver Hinsicht für sich selbst, nach dem Motto, so, jetzt habe ich es gepackt. Das erste Spiel geht also diesmal an Sandrine Testu. Sandrine Testu hat sich durchgesetzt, hat allem Widerstand von Pierce zum Trotz ihr Aufschlagspiel durchgebracht. 1-0 Führung also für Testu bei Aufschlag von Marie-Pierce. Und auf dem Center Court hat Martina Hingis eilig. 6-1, 4-1 bei eigenem Aufschlag für die Nummer 1 der Welt. Die Anna Kurnikova da deutlich zeigt, wer hier die Chefin im Hause ist.
zu viel Power. Eins beide. Und immer noch nicht so ein wirklich flüssiges Spiel bei den beiden, auch wenn Sandrine Testu sich hat doch steigern können bisher. 35 Minuten gerade mal gespielt. Kurzer Blick auf den Center Court. 6:1, 5:2. Martina Hingis wird gleich zum Matchgewinn servieren. Die hat es noch eiliger. Mittlerweile 23 Grad und immer noch eine sehr angenehme Brise für die Zuschauer, aber für die Spieler doch nicht immer ganz angenehm, weil der Wind relativ böig ist, auch da unten auf dem Platz. Tja, solche Bälle müssen sitzen, wenn sie sich wirklich noch eine Chance ausrechnet, das Spiel umzudrehen zu ihren Gunsten. Stattdessen 15:30. Barbara Paulus hat den ersten Satz gewonnen gegen Silvia Farina, 6:4. Glück gehabt, zu sehr eigentlich der Gegnerin den Ball zugespielt. Da hat er sie nicht geguckt, damit gerechnet, dass Testu in die andere Richtung läuft. Die blieb stehen und hatte dann Pech. Diesmal macht es mit Gefühl und sehr viel besser. Und das Spiel geht an Malbiers. 2:1 Führung, Break vor. 6:1, 2:1 die Führung für Marie Piers. Wieder Break vor für die Nummer 10 der Welt gegen eine Sandrine Testu, die durch Wind, Gegnerin und Nervosität einfach nicht richtig in ihr normales Spiel kommt. Sie kann mehr als das, was sie hier zeigt bisher. Die Federquote viel zu hoch bei der Nummer 22.
20:15. Der Winkel genau der richtige. Das waren genau die Schläge, die man von ihr kennt, die aber im ersten Spiel für die Panova überhaupt nicht kamen. Martina Hingis mittlerweile erfolgreich 6:1, 6:3. Ein bisschen war Konnikova noch angekommen. Hatte einen Rebreak geschafft, aber dann doch erneut Aufschlagsverlust der kleinen Russin. Und Martina Hingis, nur wenige Monate älter, hat es geschafft. Steht im Achtelfinale. Mit sehr viel besserem Spiel als in der letzten Runde gegen Pizzichini. Nächste Gegnerin vielleicht Barbara Paulus. 6-4, 1-beide steht bei ihr. Gegen Silvia Farina. Da sieht man, dass sie sehr motiviert ist. Marie Piers, der Ball war nicht leicht zu nehmen, aber sie versenkt ihn auch noch hervorragend. Noch einmal diese Szene. Stark angeschnitten, der ist kaum aufgesprungen, den hat sie gut noch erwischt. Und da war nichts mehr zu machen. Sechs zu eins und 3:1 und es sieht auch hier danach aus, als ob es ein lockerer Erfolg werden würde. Auf ihre Seite brachte. Das war ein Ereignis, als sie die Trainingsjacke ablegte zum Beispiel. 15:30. Marie Piers, 22 Jahre alt, Nummer 10 der Weltrangliste. Ihre Gegnerin ist 3 Jahre älter und momentan Nummer 22. Hier auf dem Cours Central, auch hier auf Cours Suzanne Lenglen, zeitweise Böen. Der Wind beeinflusst das Spiel. Marie Piers probiert immer wieder mit ihrer krachenden Vorhand. Erleichterung bei Sandrine Tesut. Wunderbare Rückhand-Longline, da gab es auch ein Oui von Marie Piers, das Kompliment an ihre Gegnerin. Sandrine Tesut verkürzt auf 2:3 im zweiten Satz. Noch einmal in Zeitlupe das Ganze. Und das die Geste. Vielleicht spielt sich ein bisschen frei, nachdem der erste Satz ja so schnell gegangen ist. Sie hatte überhaupt keine Chance. Marie Piers hier in Paris schon einmal im Finale gewesen, 1994. Normalerweise ist sie Brillenträgerin und heute hat sie schon des Öfteren
Augentropfen benutzen müssen für ihre Kontaktlinsen. 1994 hier im Finale, damals das überraschende Halbfinale gegen Steffi Graf, 6-2, 6-2. Da hat sie die Deutsche förmlich vom Platz geschossen mit ihrer Vorhand. Aber dann eine Finalniederlage erlitten gegen Arantxa Sánchez Vicario. In diesem Jahr ist Marie Diers wieder auf dem Weg nach oben. Sie hatte eine Durchstrecke zu durchleben, einen Titel gewonnen. Viermal im Finale, das lässt sich sehen. 6-1, 3-2, Aufschlag Diers. Wenn Marie Piers Zeit hat, sich zum Ball zu stellen, dann ist ihre Vorhand tödlich. Man muss sie zum Laufen zwingen. Das ist das Rezept, um sie aus dem Rennen zu werfen. Sandrine Testut ist momentan dazu noch nicht in der Lage. Exakt gespielt. Marie Piers hat noch keinen Service abgegeben in dieser Partie. Gegen die Laufrichtung. Exakter kann man das nicht machen. Spielball zum 4:2 für die Favoritin. Ball im Aus, da ist das 4:2. Die Weltranglisten-Erste Martina Hingis ist bei uns im Studio. Ich gebe ab an Rudi Zerne. Beim Aufschlag. Schöner Punkt. Sie kann es auch, diese direkten Bälle. Und Millimeter genau platziert. Oh.
Turn. Ja, das war ein überflüssiger Fehler. Und dort Break Chance. Das Team. Eines der umkämpftesten Spiele bisher überhaupt in dieser Begegnung. Breakchance für Marie Pierce. Was mache ich? Nehme ich einen Volley, dann lasse ich ihn aufspringen und dann hat sie die Gegnerin aus dem Augenwinkel schon wieder ankommen sehen und da ist es passiert, Elfmeter verpasst und Pierce führt mit 5:2. Bis gleich. Pech für Sandrine Testu, dieser Ball, den sie da ins Netz gelegt hat. Die zum Matchgewinn aufschlägt und noch nie in dieser Partie ein Service verloren hat. Eine sehr extrovertierte Spielerin, das sieht man vor und nach jedem Schlag. Und man sieht auch, wo noch Verbesserungsmöglichkeiten liegen bei Marie Pierce. Das Volleyspiel alles andere als optimal. Mit zwei Händen einen Volleystop zu probieren, da muss man überragendes Ballgefühl haben.
zu viele Fehler bei Sandrine Testud. Zwei Punkte fehlen Marie Pierce noch zum Einzug in das Achtelfinale. Sie, die in Montreal geboren ist, zwei Staatsbürgerschaften, die amerikanische und die französische, Wohnsitze hier in Paris und in Bradenton, Florida, dort wo Nick Bollettieri sein Camp hat, dort wo Anna Kournikova das Tennisspielen ja nicht gelernt, aber zu den Weihen gebracht hat, die man heute gesehen hat. Und auch Marie Pierce hat dort viel gelernt, hat nach einer Stunde und einer Minute Matchball. Nochmal große Anfeuerung der Besucher auf dem Cours Suzanne Lenglen. Fast voll besetzt ist dieser Platz. Knapp 10.000 Menschen sind da. Das war schlicht und einfach Glück. Solch ein Halbblockball. War die schiere Verzweiflung von Sandrine Testud, nach vorn zu kommen. Beide lachen nach diesem Ballwechsel. Matchball Nummer 2 für Marie Pierce. Ball war gut, oder? Marie Pierce hat den Abdruck eingekreist von Herr Butler, die Schiedsrichterin kommt vom Stuhl und gibt den Ball gut. Bleibt also bei der Entscheidung des Linienrichters. Breakball für Sandrine Testud. Und nach zwei
vergebene Matchbällen. Nun das Break gegen Mary Pierce. 1 Stunde 4 Minuten. 6:1, 5:3 für die Weltranglisten 10. Gesucht wird die Gegnerin von Monica Seles. Ein Break liegt sie noch zurück. Testüt. Das wäre so ein wichtiger Punkt gewesen für sie. Statt 30-0, 15 beide. Es bietet sich dann und wann an, nicht mit voller Power zu spielen. Das Tempo nimmt Mary Pierce meistens mit. Doppelfehler und somit Matchball Nummer 3 für Mary Pierce. Das Match ist nach 1 Stunde und 8 Minuten zu Ende. 6:1, 6:3 gewinnt Mary Pierce gegen Sandrine Testu, trifft nun übermorgen im Achtelfinale auf Monica Seles. Darauf kann man sich freuen. Wir sind hier live drauf geblieben, haben die 3-Uhr-Marke damit überschritten. Aber jetzt wird es Zeit